Hallo, heute mal wieder ein kurzer Tipp, ein sowas von kurzer Tipp. Wie ihr seht, bin ich hier unter Linux Mint 17 mit ein bisschen verbastelten Desktop. Gut, was war jetzt passiert? Ich habe nämlich noch ein zweites System auf diesem Rechner und da habe ich mal einen Screenshot gemacht. Habe ich letztens ein Video gemacht zu Debian. Ja, Debian 7.6 mache ich jetzt mal schnell im Vollbild, damit ihr es seht. Habe ich mal schnell einen Screenshot gemacht. Da habe ich nämlich einen alten Bekannten wiedergefunden. Und zwar den Startup Manager. Startup Manager. Dieser Startup Manager hilft mir dabei, auszusuchen, welches Betriebssystem beim Starten des Rechners standardmäßig kommt. Und interessanterweise, dieser Startup Manager ist über die Zeit so ein bisschen verloren gegangen, ist aber in den Stable Main Quellen von Debian 7.6 immer noch drin, Version 7.6 Wheezy, ja, von Debian. Und da kann ich mir dann immer noch schön aussuchen, welches Betriebssystem denn gestartet werden soll. Startup Manager ist eigentlich mal bei Ubuntu rausgeflogen, ne? Version 1.9.13.5 ist bei Debian, stabile Paketquellen, noch drin. So, gehen wir mal auf das nächste Bild. Nächste Bild gehen. So sieht das nämlich dann bei mir aus. Mittlerweile, ich starte den Rechner und kann mir aussuchen, dass, obwohl Debian, das ich als zweites installiert habe, Linux Mint 17 mit 10 Nano am Desktop gestartet wird, ohne dass ich da eine Taste drücken will. Wie gesagt, Debian hatte ich als zweites installiert. Linux Mint 17, was ich im Moment hier habe, das rote, das war schon drauf. Und da wollte ich wieder zurück, dass das automatisch gestartet wird. Und da habe ich den Startup Manager gefunden unter Debian. Gut, Debian als zweites installiert, hat den Grub Bootloader modifiziert und war zunächst als erstes immer ausgewählt. Hier Grub Version 1.9.9 von Debian. Gut. Dort erschien dann Linux Mint 17, musste ich immer per Hand auswählen, wollte ich nicht, habe ich deshalb diesen Startup Manager gefunden. Und dieser Startup Manager, dachte ich, den könnte ich doch jetzt auch mal hier unter Linux Mint installieren. War aber in den offiziellen Paketquellen von Ubuntu nicht mehr drin. Und zwar eigentlich seit Version 11.04, das heißt 2011 im April. Da war es das letzte Mal drin unter der Version Netty Narwhal von Ubuntu. Ist dann rausgeflogen, komischerweise, ja, irgendwie der Autor entwickelt das Ding nicht weiter, hat Ubuntu gesagt, raus damit, obwohl es bis heute eigentlich tadellos funktioniert, zumindest bei mir. Hier ein Hinweis für euch, wer den Startup Manager zum Beispiel auch unter Linux Mint und gegebenenfalls unter Ubuntu weiter nutzen will, findet hier auf dieser Seite, den Link hänge ich der Videobeschreibung an, den Startup Manager in der Version, die in Debian Stable sowieso immer noch mit dabei ist, zum Herunterladen als Paket für alle Versionen, das heißt sowohl für AMD 64 als 32-Bit-Versionen, also i386 oder i686, als DEP-Paket. DEP-Paket anklicken, installieren, glücklich werden oder mal wegspeichern. Also bei mir hat es funktioniert. Synaptic zeigt das natürlich dann hier unter Linux Mint an, als lokal installiert, ne? Weil es nicht in den offiziellen Paketquellen drin ist. Aber Startup Manager 1.9.13.5 ist installiert. Wunderbar, funktioniert, kann ich jetzt auch von Linux Mint aus benutzen. Wer das mal probieren will, kann es machen. Theoretisch müsste ich jetzt sagen, ohne Gewehr, aber wenn doch Debian Stable noch sagt, das geht noch, ne? Dann soll das auch für uns noch genug sein. Ne? Debian Stable, ja. Debian 7.6 Ansicht. Und im Vollbild sagt, ist noch gut, da kann ich mir ausruhen, da kann ich mir zum Beispiel auch die Bildschirmauflösung aussuchen. Zunächst war da 640x480 Punkte ausgewählt, was auf meinem großen Bildschirm, ne, den ich hier habe, 1920x1080 Bildpunkte, dann klitzeklein dieses Startmenü erschien, hier konnte ich mir die Bildschirmauflösung aussuchen. Und wer jetzt sagt, na, da gibt es noch bessere Programme dafür, oder warum machst du es nicht vom Terminal aus? Ja, ab und zu habe ich auch so meine Tage. Da hätte ich es dann lieber mal bequem. Nicht, weil ich meine Tage habe, sondern lieber bequem. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ladet es euch mal runter, speichert es euch mal weg, falls ihr es mal braucht. Und tschüss.